dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind und wollen Sie in den nächsten 1,5 Stunden mit den Darbietungen unserer Schülerinnen und Schüler adventlich auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen. Gestatten Sie mir, an der Spitze der Ehrengäste die hohe Geistlichkeit, Herrn Dekan Magister Johannes Biedermann, zu begrüßen. Ich darf weiters herzlich willkommen heißen den Hausherrn Bürgermeister Oberschulrat Manfred Niederdorfer. Frau Landtagsabgeordnete und Stadträtin Wilma Warmuth. Herr Gemeinderat Robert Kues. Die Vertreterinnen der Kärntner Kinderkrebshilfe, Frau Magister Angelika Kranitzer und Frau Erna Domschauer. Herr Prokuristen Siegfried Kreuter von Reiper Alfhofen, und Tagen. Der Leiter der Volksschule Alfhofen, Direktor Magister Erwin Kramer. Und der Oberschulrat, Direktor Franz Bichler von der Polytechnischen Schule. Ganz herzlich begrüßen darf ich unsere ehemaligen Direktoren, Frau Traute Raschin-Streden, Herrn Karl Roberts, Herr Wilfried Schmolling-Gattin, sowie mit Ihnen die ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule, stellvertretend darf ich nennen, Frau Schulrat Zili Binder und Frau Irmgard Kobisch. Und last but not least, den Obmann unseres Elternvereins, Herrn Edwin Obmann. Und Kamerad Karl Kowalski. Für die Gesamtleitung des heutigen Abends seine Kollegin Renate Wernig verantwortlich, der ich für ihren großen Einsatz herzlich danken möchte. Danken möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen sowie den zahlreichen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass dieser Abend stattfinden kann. Ein feierlicher Augenblick wird auch sein, wenn unsere Schule heute an die Kinderkrebshilfe Kärnten einen neuen Rekordbeitrag befragt. Unglaubliche 7.533,30 Euro überreichen wird. Ein herzliches Danke dem Organisator, Kollegen Elfried Mansberger und an die 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in den Dienst der guten Sache gegeben haben. In den 23 Jahren, in denen unsere Weihnachtssammlung durchgeführt wurde, sind insgesamt 96.000 Euro zusammengekommen, von denen 62.000 an die Kinderkrebshilfe, 25.000 Euro an das SOS Kinderdorf und 9.000 Euro an Licht ins Dunkel gingen. Herzlichen Gratulation. Abschließend möchte ich Sie noch auf unseren Basar hinweisen, bei dem Sie Arbeiten unserer Schülerinnen und Schüler erwerben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.
Es ist Advent auf unserer Welt, der Lichterglanz die Stadt erhellt. Wir schmücken bunt das Tannengrün und rote Weihnachtssterne blühen. Wir backen und sind froh gestimmt, es riecht nach Anis, Nelken und Zimt. Nach Früchtebrot und Marzipan, das selbstgebackene kommt gut an. Denn Naschkätzchen sind niemals fehl und zum Probieren gern bereit. Die Kleinen fragen aufgeregt, was das Christkind unterm Baum wohl liegt. Die Spannung steigt, man ist zu weit, nicht schnell genug vergeht die Zeit. Jedoch viel schneller als man denkt, die vierte Kerze plötzlich brennt. Das ganze Haus wird jetzt geschmückt. Schau, da am Fenster hängt ein Stern. Es ist die Zeit, die uns beglückt. Advent, wir haben dich so gern. Und täglich laufen wir zum Adventskalender hin. Das nächste Türchen auf, was ist heute drin? Und täglich machen wir unser Herz bereit. Advent, du wunderschöne Zeit. Advent, du wunderschöne Zeit. Aus unserer Küche duftet es fein. Nach dem Leben kommt man bekehren. Du stimmst auf Weihnachten nicht ein. Advent, wir haben dich so gern. Und täglich laufen wir zum Adventskalender hin. Das nächste Türchen auf, was ist heute drin? Und täglich machen wir unser Herz bereit. Advent, du wunderschöne Zeit. Advent, du wunderschöne Zeit. Vor Freude zieht uns in den Bann.